Hagel, Starkregen, Hochwasser, das ist hier eine durchgängige Linie seit vielen Jahren und das Zeug kommt immer schneller. Erzählen Sie mir nichts mehr über 100-jähriges Hochwasser, das habe ich jetzt schon ein paar Mal erlebt. Die SER stellt gemeinsam mit der Blaulichtfamilie vor und der TBR, also alle städtischen Betriebe, wie in Zukunft Menschen auch auf Wasserereignisse oder andere Extremwetterereignisse reagieren können. War ja ursprünglich auch eine Idee, die aus der Bürgerschaft von Betroffenen gekommen ist. Und man sieht, dass es funktioniert, dass es Sinn macht. War Bürgerwunsch. Wir bieten es auf jeden Fall an. Ich bin allen dankbar, die dazu beitragen. Und vor allem finde ich es klasse, dass selbst am Samstag die Umweltministerin hierher kommt. Also ich glaube, dass Reutlingen beispielhaft sein kann, wie man diese verschiedenen Schutzmaßnahmen zu einem Gesamtkonzept machen kann. Die Stadt wird auch schöner, wenn sie Flüsse renaturieren, wenn mehr Grün in der Stadt ist. Dann steigert das ja auch die Lebensqualität. Ich finde es auch wichtig, nicht nur den Blick auf die Katastrophe zu richten, sondern auch auf das Plus. Also was man hier erlebt in Reutlingen, das ist auch bundesweit schon bemerkenswert. Das ist ein enormes Engagement. Kannst du vielleicht ganz kurz sagen, wie du zum Thema Hagelflieger stehst? Das ist ein heißes Thema hier in Reutlingen, das stimmt. Solange man nicht zu 100% weiß, was man da anstellt, sollte man die Finger von lassen. Wenn man aber weiß, so eine Superzelle wiegt 2, 3, 4, 5 Millionen Tonnen, da löst ein Hagelflieger nicht das Problem. Nach dem Prinzip der Schwammstadt, auch das wird eine Aufgabenstellung der Zukunft sein. Was bei uns am allermeisten zum Stark- oder zur Überflutung führt, ist der Starkregen. Man geht nicht in den Keller, wenn es Wasser kommt. Starkregen, das beschäftigt natürlich alle unsere technischen Ämter gemeinsam. Heute haben wir ja die Starkregen-Gefahrenkarten. Wenn man die Karte anguckt, insbesondere die Fließgeschwindigkeit, dann ist völlig klar, bei Starkregen wird das Auto nicht weggefahren. Selbst bei diesem Extremwetter von 35 Grad haben viele doch den Weg hierher gefunden und informieren sich. Also von daher sind wir mit der Resonanz eigentlich sehr, sehr zufrieden. Was hier geboten wird, da ist so viel auch Inspiration drin. Und übrigens auch für mich privat. Auch ich wohne in einem Haus. Auch wir haben Kellerfenster und noch so ein paar andere Dinge. Und dann macht es einfach mal Sinn zu gucken, was gibt's da, wie geht das, wäre das auch was für mich. Es wird viel angeboten und bei diesem heißen Wetter, heute ist ja wieder ein Extremwettertag, wird es sicher auch gut ankommen, dass hier Wasserspiele für Kinder sind, die gleichzeitig auch über die Gefahren aufklären. Es geht ja vor allen Dingen darum, dass wir mit den Bürgern in Kontakt kommen. Hochwasserschutz, Extremwetterschutz ist ja letzten Endes keine Sache nur der Verwaltung oder der Politik, sondern das geht nur gemeinsam mit den Bürgern.